Willkommen, meine Lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, was ihr aktuell investieren könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr kurz Multimillionär werden wollt, Freunde, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's! Auch noch Spiele, PSN-Karten oder sonstiges, dann schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei. Die billigsten Preise im ganzen Netz, Freunde. Ihr seht zum Beispiel hier eine 50er PSN-Karte, kriegt ihr für 42 Euro. Wichtig ist, dass ihr immer schaut, wenn ihr die Spiele oder PSN-Karten euch hier gönnt, dass ihr hier die Deutschland-Version kauft, weil es gibt hier für jedes Land, also auch wenn ihr aus der Schweiz oder Österreich kommt, könnt ihr natürlich hier einkaufen. Wie gesagt, hier kriegt ihr die besten Preise und plus den Rabattcode Alex96 bekommt ihr nochmal 3%, also ihr zahlt hier fast nur 40 Euro, spart hier so 10 Euro, wenn ihr euch eine 50er PSN-Karte gönnt. Ist relativ sehr, sehr stabil, wie ich finde, Freunde. Dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Ab geht's! Zeige ich euch, was ihr zuerst investieren könnt. Ihr könnt von jedem der 5 Top-Ligen seltene Goldkarten euch einkaufen. Die sind letztes Jahr immer auf 3000 gestiegen. Wir werden aber gleich sehen, die sind schon ein bisschen angestiegen. Ich würde euch empfehlen, die wahrscheinlich zu den Packs einzukaufen. Also ihr seht zum Beispiel Premier League kostet jetzt schon 1,1, also Premier League schon sehr, sehr teuer. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das noch einkaufen wollt oder nicht. Wie gesagt, EA kann auch einen 30er Move machen und das dies hier anders erbringen. Und dann würden diese Karten natürlich fallen. Kann natürlich auch sein, obwohl ich nicht denke, dass die fallen werden. Bei dem Preis 1000 geht eigentlich klar. Wir gucken mal, League Or zum Beispiel. Da, wie gesagt, ihr könnt da reingehen. Versucht die vielleicht während den Lightning Rounds einfach billiger zu snipen. Also ihr seht das hier. Auch die sind schon bei 1K. Ist natürlich schon sehr, sehr teuer, muss man natürlich sagen. Aber wie gesagt, ihr könnt die vorne weg für 800, 900 snipen, wenn die ganzen Lightning Rounds da sind oder die Rewards. Könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Was ihr auch noch machen könnt, bei der Premier League zum Beispiel ist die Ligen-SBC ausgelaufen. Das habe ich ja schon mal im letzten Stream angesprochen. Da könnt ihr euch die Silberspieler jeden Eimer mitnehmen für 500, 600. Ihr seht sie sogar, die sind noch billiger geworden. Da könnt ihr euch wirklich jeden Eimer mitnehmen. In Verein packen, warten, bis die Ligen-SBC wieder kommt und dann könnt ihr die für 1K verkaufen. Nehmt ihr euch die für 500 mit, packt ihr euch einen Verein, casht die aus, wenn die Ligen-SBC wieder da ist. Die wird wieder kommen, bin ich mir sicher. Ihr könnt hier natürlich auch Gold-Nonwares einkaufen. Ich gehe mal davon aus, dass man die für 400, 450 erbieten kann. Ja, 400 kriegt man die sogar. Könnt ihr euch die natürlich auch noch für 400 mitnehmen, macht ihr auch nichts verkehrt. Auch relativ in Ordnung, der Preis her, wie ich finde. Also ihr seht das hier, 400, 450 maximal bekommt ihr die. Könnt ihr auch reingehen, macht ihr auch gar nichts verkehrt. So, Freunde, noch eine aktive Trading-Methode für euch, was ihr aktuell machen könnt, da die ganzen neuen Icons ja aktuell kommen. Er bietet euch einfach Silberspieler selten für 250 und stellt die alle so zwischen 500 und 700 rein. Ich würde euch noch empfehlen, dass ihr hier auf Basic stellt. Könnt ihr auch natürlich hier auf Basic stellen, filtert ihr euch die Torhüter raus oder guckt ihr vielleicht auch am besten, dass ihr nur Top-Nationen mitnehmt. Hier natürlich in Spanien für 250 und wie gesagt, stellt ihr dann einfach für 500, 600 rein. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr das hier macht, mit 100 Plätzen macht, Freunde. Ihr könnt auch hier zum Beispiel, wo es halt viele gibt, so ein Japaner auch nicht schlecht auf jeden Fall. Ihr seht zum Beispiel, den gibt es jetzt gar nicht so oft vorne für einen Preis angeboten. Deswegen könnt ihr den auf jeden Fall auch mitnehmen. Was ihr auch noch investieren könnt zu den Rewards, empfehle ich euch Informs. Informs, ja, hätte ich auch besser investiert wie die Chillwells. Die werde ich auch noch mit Minus verkaufen. Das war natürlich eine Schnapsidee, den einzukaufen, muss man leider sagen. Ihr seht, die Informs sind so bei 10.000, wenn ihr die für 10.000 einkaufen könnt. Perfekter Preis. Und ich habe meinen Birkis verkauft mit Gewinn. Habe ungefähr 1,5 Millionen an den Birkis Gewinn gemacht. Werde aber bei den Chillwells ja fast 2 Millionen Minus machen. Also im Endeffekt gleicht sich das fast auf Null aus. Was natürlich belastend ist, aber ja, kann man natürlich nicht wissen, dass EA fast keinen Content bringt. Ihr seht, die Informs sind so bei 11k. Ich würde euch die empfehlen, dass ihr versucht, die für 10k zu erbieten. Nehmt euch die für 10k mit, da macht ihr nichts verkehrt, Freunde. So, Freunde, da mich viele gefragt haben, sollte man Rating jetzt investieren? Ich habe das verfolgt von letztem Jahr. Letztes Jahr habe ich geguckt, waren sogar 87er bei Tots bei 20k. Deswegen, ich werde aus meinem High-Rating-Zeug rausgehen. Weil ja, wenn da nichts kommt, mache ich nicht nur 2 Millionen Minus, dann mache ich gefühlt 10 Millionen Minus. Und sage ich euch, wie es ist, ich möchte bald mein Team kaufen. Deswegen werde ich das nicht machen. Nehme ich lieber einen kleinen Minus in Kauf. Wie gesagt, das eh nur virtuelle Münzen, sage ich euch, wie es ist, Freunde. So, man hat dadurch jetzt nicht weniger Geld auf dem Konto, dass man mal ein Minusgeschäft macht. Passiert einfach mal, sage ich euch, wie es ist. Man macht auch mal Minus, man macht
100 Mal gewinnen, einmal macht man Minus. Passiert einfach, wie gesagt, Freunde, ich habe euch da nichts zu verheimlichen. Wir werden uns natürlich auch dann ein Big Baba Team bauen. Zur TOS-Phase werden das natürlich dann ja nächstes Jahr besser machen. Werden wir nicht so Fehler machen wie mit dem Chilwell. Ich werde wahrscheinlich den Maldini nicht kaufen können. Also ich werde das Team so bauen. Werde den Maldini nicht kaufen können. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, wen wir statt ihn verpflichten sollen, Freunde. Wie gesagt, schreibt das gerne rein. Ihr seht nämlich, der war bei 6 Millionen, ist jetzt wieder 2 Millionen hochgegangen, 8 Millionen. Und durch den Chilwell-Minus kann ich mir ihn nicht leisten. Ja, ich habe vielleicht überlegt, dass wir einfach Pope und Walker spielen. Ich schreibe da gerne in die Kommentare, Freunde, was ihr mir empfehlt, was ihr sagt. Okay, hol dir das. Ihr könnt auch gerne noch andere Teamvorschläge reinschreiben, also was wir vielleicht holen sollen. Ronaldo werde ich eh früher oder später holen, aber ich will auf jeden Fall zur TOS-Phase mit dem bestmöglichen Team reingehen, dass wir Elite holen können, weil ihr wisst selber, Elite... da machst du easy deine Münzen mit dem TOS-Pack, wenn du Elite erreichst. Kriegst vielleicht noch gut rote spielbare Spieler. Deswegen, das wäre schon natürlich sehr, sehr gut. Jetzt ist Community-TOS. Wäre jetzt noch nicht so relevant, aber auch da wäre natürlich nice, wenn man da Elite holt. Ein Alaba würde natürlich hier auch perfekt reinpassen. Ne? Wenn ich einfach Alaba zum Beispiel ziehen würde, könnte ich einfach den Maldini rausmachen und hier den Alaba TOS hinstellen, wenn der Alaba einen bekommt, weil Werde wäre eine interessante Karte. Hier könnt ihr natürlich auch investieren, Freunde. Ne? Das habe ich auch noch nicht gesagt. Ich gehe davon aus, dass ein Valverde, ein Alaba, dass die safe einen TOS bekommen werden, wenn die Karten noch relativ günstig sind. Ich glaube, ein Alaba, wir gucken jetzt mal Alaba, Valverde, ihr könnt ja gucken, alle, die zur Auswahl stehen, die noch nicht gestiegen sind, die könnt ihr einkaufen. Alaba ist natürlich, glaube ich, sehr, sehr teuer schon, Alaba. Gucken wir mal, hat, glaube ich, Preis von einem 85er gefühlt. Gucken wir mal, was der Alaba aktuell kostet. Wenn die Server mitspielen, okay, ist sogar teurer wie ein 85er, der Alaba, okay, 16.000, würde ich schon nicht mehr mitnehmen, ich weiß jetzt nicht, wie sein Price Range ist, wenn ihr ihn mitnehmt, halt mit Shadow, aber kann ich euch halt schon echt nicht empfehlen, weil ich glaube, der hat nur bis 18.000, würde ich nicht mehr mitnehmen. Gucken wir mal noch ein Valverde, Valverde ist immer eine gute UV-Karte bei mir, mit Shadow geht er immer sehr, sehr gut, würde ich jetzt auch nicht mit mehr mitnehmen, wie wenn er mehr wie 6,5 kostet. Gucken wir mal, was kostet der Boy? Ja, das ist auch schon zu, ja, das ist schon zu teuer. Der hat gerade mal Price Range bis 10.000, da investieren die Leute auch schon rein. Werden auch diese Karten ein bisschen überinvestiert sein. Aber ihr könnt natürlich gucken, Freunde, wenn jetzt zum Beispiel, wen gibt es jetzt? Ein Areola zum Beispiel, ein Areola, ein Gulashi sind natürlich auch zur Auswahl. Ihr könnt jeden da durchgehen, schaut euch einfach die Liste an. Karten, die jetzt zum Beispiel noch nicht gestiegen sind. Ich glaube, ein Gulashi könnte sogar noch relativ sympathisch. Ein Gulashi ist zum Beispiel, ist sogar noch relativ billig, mit einer der billigsten 85 anscheinend aktuell. Gucken wir mal, 14,5, also das ist wirklich sehr, sehr günstig, könnte man sich mitnehmen. Kriegt Gulashi einen TOS, wird diese Karte safe bei 18.000, 19.000 liegen. Wie gesagt, kriegt er keinen TOS, kriegt er ihn easy auch wieder für den Preis weg, könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Schauen wir noch den Areola. Den Areola, auch eine interessante Karte. Was kostet der Boy? Ja, okay, das ist zu teuer für ein 82. Obwohl, 2K geht noch gerade so klar. Könnte man auch mitnehmen. Man ist, hat, ist abgesichert mit dadurch, dass er natürlich selten eine Premier League-Karte ist. Aber, ja, machst du nichts verkehrt für 2000. Versucht den für 2000 zu snipen. Stellt den für 3500 auf die UV-Liste und dann geht das schon klar, Freunde. Das wäre es auch so gesehen mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr neu hier wird, lasst es gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde mich freuen, Freunde, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde. Building up with dust in the shade. We will ride through time, misbehave. Miss those days. Stars on the ceiling. Give me reason to believe that you're healing. All the cars we were dealing.